So, dann machen wir auch hier die 100 an. Achtung. Ist auch so groß hier, wisst ihr. Upsi. Da, die sehen. So, guck mal. Was ist das so? Ich brauche mein kleines Stück. Nicht, weil es das der gleiche Hornhaut gibt. Ja, die sind immer die gleiche Stelle, weißt du? Ja. Die hat sie auch zu viel zurückgekriegt. Dann wächst das alle jedes Mal hier an der gleichen Stelle. Sonst hier hast du nicht so viel, das ist noch hier, das ist die zweite. Was hast du gegessen heute Mittag? Was gibst du mal? Heute hatte ich Mettfilet. Oh. Da war Senf, Honigsoße dabei. Und schmeckt? Und Bellkartoffeln habe ich gekocht. Mhm. Siehst du, das kannst du noch kochen. Das ist noch ganz gut. Oder wie? Das ist noch ganz gut, Frau. Also ich kann ja nicht, muss zum Training Ronato haben. Mhm. Und wenn ich koche auch nur, ich sage immer 0815. Nichts, wo ich. Wenn ich so gefrorenes Gemüse, ich esse meistens dann gefrorenes Gemüse, weiß aus dem Gefrier. Und dann schütte ich das ins Wasser. Nichts, wo ich groß rühren muss, weißt du? Weil ich ja nicht richtig rühren kann. Tue ich das ins Wasser, also 6 bis 8 Minuten oder die Bohnen 10 Minuten. Und dann tue ich sie wieder rausfischen. Und ich tue aber die Brühe, das tue ich gerade so viel drauf, dass es ein bisschen bedeckt ist. Mhm. Und das tue ich dann, also ein bisschen Salz oder ein bisschen Mayonnaise oder irgendwas halt dabei. Und ich tue das aber nicht fortschütten, das was, dass die Brühe, das ist ja gut halt das und den trinke ich dann. Und Fleisch tue ich auch kalt braten. Frikadelle, fertige, die tue ich dann meistens auf das Gemüse. Warm machen und oder ich habe hier schon ein paar Mal gemacht, der eine kauft mir da so Reis, so weißt du, da sind Unkelbindreis? 50 Gramm drin, das ist schon fix, das ist nur zum Wärmen. Ja, das ist Unkelbindreis, ja. Und da tue ich dann, nur die halbe Packung raus und du, dann mache ich hier Glas auf mit Fleisch oder was halt gerade ist, also mit Rouladen oder mit was halt gerade ist, Gulaschsuppe und da tue ich hier meistens, bei Gulaschsuppe tue ich hier meistens Nudeln. Oder was halt, wie das all heißt. Und Rinderbraten und wie, was da halt drin ist. Es gibt das sind 400 Gramm und da tue ich auch nur die Hälfte nehmen, also im Glas. Das ist ja mehr Soße. Und dann, wenn ich hier jetzt die Feuchtung habe ich wieder ein Glas Rhododym aufgemacht und das erste, wenn ich das Glas aufmache, esse ich gleich, das gar nicht warm, esse ich aus dem Glas. Weil das für mich auch nicht, das ist schon so, dass man es gar nicht kochen braucht. Und ja, oder so ganz. Und wenn ich wirklich mal Kartoffeln schäle, die tue ich auch aus dem Wasser mit der Gabel raus, weil ich sie nicht abschütten kann. Ah, aber du findest ja einen Weg, weißt du, dass das alles ja. Dass du noch alles alleine machen kannst, das ist schön. Oder müssen. Da fange ich schon um 10 Uhr an, dass ich. Und meistens wird es doch bald halt eins. Naja, bis ich dann mich gedreht habe und gemacht habe. Und muss mich ja bei allem festhalten, wenn ich einen Teller aus dem Schrank nehme, muss ich mich ja festhalten am Schrank. Dass ich nichts Großes rühren muss, hast du im Herd. Und wenn ich wirklich in eine Nudel koche, da habe ich das schon lange gehabt, schon bis 4 Wochen bestimmt. 4 Wochen, und da tue ich dann nur 100 Gramm, meistens 1 Gramm Nudeln kochen, ich tue mir das abwiegen und da schütte ich dann die Brühe, also das ist durch alle viel Wasser drauf, dass das auch so schwimmt, also das kochende Wasser kommt ja nicht. Und dann nehme ich ein bisschen größeren Topf und dann ziehe ich das auf die Seite und schütte den Zug aus, weil ich am Herd, weil ich ja nicht, das alles zu der Spüle tragen kann, weißt du? Ja, ja. Ach. Da habe ich gerade so eine schöne Seile, wo sie reinpassen, die 100 Gramm. Und der Zug ist halt ein bisschen größer, der wo ich reinschütte,
Das Wasser. Mhm. Das Wasser. Die Schwiegermutter, die Schwiegertochter noch, die hat mit einmal was gebracht. Ja, der eine, denn wirklich haben sie mal was übrig war, wollen. Das ist ja vielleicht einmal passiert, dass die uns dann was gebracht hat. Hat sie nicht? Mhm. Ja. Ah, ich sehe. So, 1, 2, 3, es sieht besser aus.